Hallo, ich bin der Panos von Garmin und heute mit einem sehr interessanten Thema für alle Segler. Ich zeige dir heute, wie du einen Echolotgeber für Lot und Logge kalibrieren kannst auf dem Plotter. Dazu einfach in den Einstellungen und in den NMR 2000 Einstellungen in der Geräteliste den Geber auswählen, den man verwendet. Ich nehme mal hier den Irma DSD 810. Und dann hat man noch die Möglichkeit, die Kalibrierung über den Plotter durchzuführen. Folgenden Anweisungen auf dem Display, wählen der Fahrt auf dem Wasser und wenn du das Ganze abgeschlossen hast, dann hat man auch schon die Geschwindigkeit durch Wasser, die auf dem Plotter angezeigt wird. Zusätzlich gibt es noch den Irma DSD 810, ein neues Produkt. Da hat der Nutzer die Möglichkeit, die Kalibrierung auch über sein mobiles Gerät durchzuführen. Es gibt dann speziell hierfür die Irma Cast App und man hat dann die Möglichkeit, ganz einfach die Kalibrierung drahtlos über sein mobiles Gerät durchzuführen. Ich hoffe, die Informationen waren sehr hilfreich. Vielen Dank, viel Spaß auf dem Wasser.